DDR 2.0? Nee, das war gestern. Ich sage mal 3.24. Extremismus, Linksextremismus sowie Hass im Netz, Fake News und zwischen auch Wissenschaftsleugner. Und immer wieder die Versuche, den Staat grundsätzlich zu delegitimieren. Die Bundesregierung ist sich der vielen Bedrohungen bewusst. Und wir sind umso entschlossener, unsere Demokratie und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken. Politik und Verwaltung können das allerdings nicht alleine leisten. Eine lebendige Demokratie kann eben nicht von oben verordnet werden. Sie muss aus Überzeugung gelebt werden. Sie lebt von... Ja, und warum ordnet ihr das dann von oben herab an? Ja, die sprachen dann auch noch davon, wer auch immer den Staat delegitimiert, muss die ganze Härte des Gesetzes spüren, auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, wie Nancy und Lisa das auch sagten. Aber Moment mal. Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Ist das nicht legal und erlaubt? Nee, was ich sagen will, habt ihr das mitbekommen? Am Dienstag, den 12. November, gab es eine Hausdurchsuchung, bei dem Rentner Herr Niehoff, seiner Frau und ihrer gemeinsamen Tochter mit Down-Syndrom in Bayern. Früh um 6.15 Uhr standen sie neben dem Bett. Wegen einem Witz. Demokratie schützen ist doch richtig. Aber doch nicht gegen Witzeerzähler. Merkt ihr gar nicht? Wenn ihr Meinungen verbietet, schwächt ihr die Demokratie. Ach so, sorry. Es geht ja hier nur um Meinungen, die sich von eurer Meinung unterscheiden. Ich bin so aufgewachsen in der DDR. Ich durfte meine Meinung in meiner Kindheit und Jugend nicht jedem erzählen. Man musste sich die Leute erst ansehen und längere Zeit kennen, um offen mit ihnen reden zu können. Das änderte sich dann erst nach der Wende in den 90ern. Da herrschte im Gegensatz zu heute noch echte Meinungsfreiheit. Gottschalk sprach das Thema ja letztens auch an. Das war damals so, in den 90ern, dass man jemanden, mit dem man zufällig ins Gespräch kam, auch offen sagen durfte, was man von einer Sache hält und wie man darüber denkt. Der andere sagte dann, dass er das anders sieht und konnte seine Meinung auch begründen. Das nannte man damals Diskussion. Naja, lange ist es her. Heute gibt es ja Diskussionen nur zwischen Leuten, die die gleiche Meinung haben. Mit einem, der eine andere Meinung hat, darf man ja gar nicht mehr reden. Stichwort Kontaktschuld. Eventuell konnte der Gesprächspartner darüber nachdenken und seine Meinung dann wechseln. Und im Gegensatz zu heute konnte man sich trotz unterschiedlicher Meinung noch miteinander unterhalten und Spaß haben, ohne irgendwelche Konsequenzen zu befürchten. Man hat einfach mal ein anderes Thema angesprochen und gut. Ja, und um auf das Thema zurückzukommen. Warum passiert denn sowas? Ich kann mir das nur so erklären, dass wir wirklich wieder auf dem Weg zur DDR 3.0 sind. Wenn man wegen einem Witz eine Hausdurchsuchung erwarten muss, dann werden sich doch mehr Leute eher zurückhalten und nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Sollten sie solche bösen, vom Mainstream abweichende Meinungen haben? Nicht jeder hat die Kraft und Energie, sowas durchzustehen. Wie so eine Hausdurchsuchung abläuft, haben wir ja letztens erst bei Kompakt gesehen.
Die standen frühzeitig neben dem Bett und haben dir die Bude ausgeräumt. Ja, ich denke mal, für mich wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Da könnte ich mal wieder richtig Ordnung schaffen und auch mal ein paar neue Einrichtungsgegenstände holen. In der DDR wurde ja auch nicht von heute auf morgen alles verboten. Das wurde in kleinen Schritten immer mehr eingeengt, sodass viele Leute sagten, naja, das betrifft mich ja nie weiter, hier halte ich mich da mal lieber raus. Und dann kam das nächste neue Gesetz oder Verbot und so weiter und so fort. Und jedes Mal betraf ich nur einige und die anderen beschwerten sich nie. Wie auch Bärbel Bohley nach der Wende zum Thema Stasi so schön sagte. Wie aktuell ihre Gedanken damals schon waren und wie vorausschauend sie waren. Alle diese Untersuchungen, die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, die Erforschung der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und auch noch arbeiten, all dies wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen. Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen, das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen. Die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert. Ich gebe zu, ich bin nicht in der DDR groß geworden. Aber wir leben ja jetzt im besten Deutschland aller Zeiten. Ja, wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Freuen wir uns gemeinsam daran und vor allem bauen wir darauf für eine gute Zukunft. Und tschüss.